Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars und so weiter. Ein Spiel gerade gestartet ist, am Anfang lag es immer ein bisschen, bis es reingeladen hat, in alles, bis alles gerendert ist und so. Ja, damit bin ich jetzt einfach gleich wieder will. Wo muss ich überhaupt da rein? Von da bin ich gekommen, da ist schon das Gewerk, was weitergeht, also gehen wir dort. In das Auge des Sturms. Ha, da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden? Aber noch so ein Ding. Muss man irgendwas machen mit einem Ding? Muss man oder kann man? Oder soll man? Ich weiß es nicht. Hi. Aber das ist später, dass der mir angeschrien hat. Oh, es war also was drin. Gibt's denn nicht los, Night 2? Hat man das nicht schon gehört? Lichtschwertfüße? Ich brauch Medizin, BD1. Ja, okay. Bald der Water. Das Peaks. Oh ja, ich komme gerade wieder hin, nicht so richtig. Ja. Wow, da habe ich gar nichts gesehen. Zum Glück sind die Viecher alle blind. Oh shit! Wow, das war knapp. Ist da irgendwas? Ich sollte vielleicht Zielmarkierung machen. Oh shit, ich bin tot. Genau das ist etwas, was ich nicht mag, wenn du in einer Animation feststeckst. Und der Gegner den wieder angreift. Da hast du keine Chance, du kommst nicht raus. Ich habe jetzt versucht, mich Kreis zu erholen, es hat leider nicht gelangt. Und ja, während ich versucht habe, mich aufzurichten, hat mir das Scheißviech einfach umprügelt. Und da kannst du nichts machen, da bist du einfach hier. Da kannst du nicht raus, wie hier nichts. Dafür kriegt der jetzt das Maul. Okay, ich zuerst. Einmal. Ich brauche unbedingt irgendwie so ein Schwert, wo vor irgendeinem Fernkampfangriff ist. Glaubt mir auch, dass ich da nur Nahkampf habe. So macht man das. Schau das! Da kannst du nichts tun. Ich hab blockt. Ich hab blockt. Ich war voll am Blocken. Wieso hat mich das getroffen? Sind's wieder alle respawned? Uff, ne. Oh, das sind alle wieder respawned. Scheiße. Ja, das ist aber das. Wenn zu viele Gegner auf zweimal sind in dem Spiel. Ich hab blockt, verdammt! Was ist denn das? Halt's ab! Also! Hilfst du mir mal? Viel zu knapp! Was ist jetzt oder gut oder irgendwas? Was ist da eine? Alter, du bist nochmal so viel. Verstanden, wieso er da jedes Mal loslässt. Er
Das ist ein Programmierfehler oder ich mache irgendetwas mit dem Pferd noch falsch. Voll den Herber. Hilfst du mir mal? Terrarium sah. Die sind echt niedlich. Kapselnelke. Interessant. Okay, denke mal, da geht's gar nicht weiter, weil ich da gar nicht aufgeklärt habe. Ist das richtig? Jetzt hoch funktioniert da nicht. Da oben hat nichts so eine Kiste, wie komme ich hoch rein? Da oben war eine Kiste, hab ich gesehen. Ich gang einfach mal der wahrscheinlich offensichtlichste Weg und das ist dahinter links. Oder da sehe ich auch etwas. Secrets? Okay, da nicht. Komisches Mapping schon wieder. Mal die durchs hier. Da kommen wir wahrscheinlich nochmal zurück, dann gibt es noch einen Weg. Raus. Menü. Ich spiele so Sphäre. Einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Was man noch aufpasst, ich schau euch einmal BD1 Hinterkopf an, jetzt ist schon grün. Der synchronisiert mit meiner Lebensenergie. Wenn ihr zum Beispiel in den kritischen Bereich kommt, dann leuchtet der rot. Ich muss beim Schneiden von der vorigen Teile umfallen. Okay, ich schätze mal, dass ich da mit Macht verlangsame. Ich kann immer nur den interagieren mit dem Ding. Mein Freund, das ist die früheste Sepho-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken kann ich das Morgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Schalter. Ja, mit dem Ding kann ich noch nicht interagieren, ich weiß nicht genau warum. Ich bin im Grab. Imperiale? Ein Anzeichen hier unten. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Er ist, Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Aha. Interessant. Was hat's mit einer Kugel auf sich? Ich denke mal, dass die Kugel, ich muss irgendwie da runter schubsen, dass sie da reinfällt und dann offenbart sich mir irgendetwas. Das hat schon ein bisschen was für Uncharted, wow. Das finde ich cool. Wie braucht man sowas? Hast du das gesehen? Ah. Okay, was sie bedeutet, dicke fette Pflanze explodiert, nicht Angriffe.
Aber dann mit der Stormtrooper, die sind einmal da geredet. Vermeide jeden Kontakt und bewege dich vorsichtig um die zentrale Kapsel herum. Der explosive Kern kann als Verteidigung gegen andere Gegner genutzt werden. Okay. Ja. Ich jetzt einfach in Ruhe lasse, Ella. Okay. Springer, okay. Denn ich schaffe nur niemals. So kurze Wand. Okay, okay, ganz ruhig. Ich meine, die müssen Wallrun machen. Die haben den mir schuld. Kann nichts dafür. Ah, jetzt zum Beispiel. Jetzt ist meine Energie im kritischen Bereich und jetzt leuchtet er rot. Der BD1. Was über sie jedoch? Oh, da ist er zu furcht, die Wand. Der, was sieht da? Mann, bin ich blöd. Jetzt. Oh, 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 da sind so Dinger. Wow. Der Move. Der fucking Move. Okay, was tut jetzt mit der blöden Kugel? Sie ist rot. Interagieren. Ich verstehe. Ist jetzt blau. Ich habe es gesehen. Nerviger Sound. Nicht nur der Wind zieht durch die Glocken. Stimmen. Von früher? Macht ich. Ein Windspiel, das von den Sepho zurückgelassen wurde, die das Grab errichtet haben. Die Kugel vor dem mittleren Windschacht platzieren. Ah, ich kann einem Hilfe bieten. Ob die Kugeln was mit den Halterungen am Boden zu tun haben? Was denkst du, BD? Okay, das war nix. Ah, macht es los. Viel besser. Okay, das ist doof gemacht, genau. So, wenn die zwei Gags aneinander blasen, müsste der in der Mitte zum Stau kommen. Aha, jawohl. Jetzt. Und das waren wieder?
fanden Rituale der Sepho statt. Sie haben hier Machtnutzer trainiert. Meditationsrelikte. Sepho-Meditationsrelikt diente bei den alten Ritualen der Ausbildung von Machtnutzern. Und inwiefern hilft mir das jetzt weiter? Falls jemand fragt, die Macht ist blau. Hier aus ihrer Löcher blieb den. Komm, Osser! Kriegst du aufs Maul! Yeah! Slim, zu mir! Zusammengefleckt! Neue Steams! Kugelding. So, aber fallen und dann muss ich so da gegen die Wand donnern, irgendwie. Da komme ich noch nicht durch. Finde ich geil, dass diese natürliche Felswand. Ach, egal. Das wird jetzt knifflig. Meditieren. Krieg ich jetzt irgendeine Fähigkeit, mit der ich irgendwas anfangen kann? Bitte, danke. Ein Punkt verfügbar. Fähigkeitenbaum. So. Macht und Überleben haben wir alles. Dann holen wir uns den Sprunghieb. Oder kostet 2 Fähigkeitenpunkte. Okay, in dem Fall holen wir uns. Ah, da muss ich die dritte Schwul. Ich will. Ah, sammeln wir mal nochmal einen Punkt. Ist ja wurscht. Steambehälter, haben wir wieder 3. Voll HP und alles. Sehr gut. Wow, das ist voll viel für deine Scheißkugel. Ich habe mir den Test irgendwie leichter vorgestellt, oder? Nicht ganz so. Naja. Nicht ganz so. Aufwendig. So, was mache ich jetzt mit der Kugel? Die muss jetzt so irgendwie. In die Mitte. Das hat schon was, ich vermisse Claire Uncharted. Da die Serie leider Ende gefunden hat, das schon soll. Spring! Da Uncharted ja leider ein Ende gefunden hat, finde ich das ganz cool so, als Ersatz. Das war eine knappe Geschichte. Aber so funktioniert die Interfox gar nicht. Wow.
Ich weiß, das blasst mir jetzt weg, wenn ich probiere, um mit zum Springen, oder? Das war klar. Ah, das schiebt immer nicht oben, okay. So, wie verstopft jetzt das Ding? Mehr nach links springen, das nach rechts springen. Dann natürlich die richtige Tasche drücken, wäre auch noch so empfehlenswert. Jawohl. Scheiß wie ich aus, wie ich hier können, mal voll auf den Sack. Ah, verdammt. Das soll ein Scherz sein. Was war das denn? Hängt das Ding jetzt auch noch an der Decke oder was? Macht da irgendeine Prüfung, die ich nicht einmal verstand. Ah, shit. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ein Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. Ich habe jetzt eigentlich ein Laserschwert. Die Dinger wachsen noch? Muss ich auch oder was? Lost mir weg? Ist sie da jetzt um mir oder was? Ich check's gerade überhaupt nicht. Was ist da denn noch sie? Okay, das war. Ein Zeichen. Scheiß Tempel, das ist ja gemeingefährlich. Fuck, ich steh's. Finden wir's aus. Ende der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.